Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist mir gerade soweit. 2019 hat sich dem Ende zugeneigt und 2020 steht schon vor der Tür. Heute am 01.01.2020. Es ist ganz ungewohnt, auf das neue Datum zu schauen. Man sieht es, 2020. Es ist sehr ungewohnt. Es ist ein neues Jahr. Es kommen viele neue Dinge. Es werden auch diese Woche, also noch morgen, neue Dinge kommen. Es wird noch heute neue Dinge kommen. Es werden noch die ganze Woche neue Dinge kommen. Trotz, dass ich, wie die meisten wissen, wahrscheinlich arbeiten bin, selber noch, aber noch Urlaub habe, wird diese Woche noch eine schöne Woche mit allen, die, wo hier mit in der Community sind, wo aber auch zusammen mit auf YouTube in der Community sind. Mit meiner ganzen Familie, sage ich jetzt mal dazu, mit allen, eigentlich mit allen Streamern, mit allen Freunden, mit allen, jenes mit allen Sälen. Warum? Wir werden ab morgen, ab 21 Uhr, einen 24-Stunden-Stream hinhauen. Das ganze Konzept sieht so aus: Wir starten um 21 Uhr komplett durch, also ab 20:50 Uhr geht dann der Stream los, 10 Minuten Countdown, wie es die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen von den Twitch-Streams. Dann werden wir ab 21 Uhr circa anfangen, werden um 3 Uhr Mitternacht bis circa 6 Uhr Mitternacht ein bisschen quatschen, uns unterhalten, einfach mal nicht zocken, einfach mal ein bisschen Gaming-Break machen, so gesehen, mit Essen, mit Trinken, mit Chillen, mit YouTube schauen, mit dem, mit dem, mit dem, also 3 Stunden oder Film gucken oder whatever, und gehen dann ab 6 Uhr wieder voll komplett in den Stream rein mit Gaming, mit Zocken, mit dies, mit das, mit Unterhalten, mit PvP, mit DNS, mit Cell. Wir haben genug Games zur Auswahl ab morgen auf jeden Fall. Was wir jetzt aber auch schon haben. Genügend Games auf jeden Fall zur Auswahl hier, was wir auf jeden Fall zocken können. Also von daher, langweilig wird es auf jeden Fall nicht. So, egal, anderes Thema. Wie gesagt, neues Jahr, neues Glück. 72 Abonnenten haben wir geschafft innerhalb von circa 4 Jahren. Das habe ich nochmal ausgerechnet, sind circa 4 Jahre zumindest. Das werden circa 4 Jahre dieses Jahr. In 26 Tagen und 10 Monaten werden es 4 Jahre. Warum ich so wenig Abonnenten auf YouTube habe, ist eigentlich der Grund, da ich mehr jetzt auf Twitch streame. Auch jetzt im neuen Jahr, der 24-Stunden-Stream wird auf Twitch gestreamt, auf YouTube dann wieder veröffentlicht. Wie das mit dem Konvoi auch, das wo letztes Jahr war. Wenn wir so auf letztes Jahr zurückschauen, haben wir sehr, sehr viel, ich sag jetzt mal, Niederlagen gehabt, mit den Aufrufen und so weiter. Was da im Moment los war, ich habe keine Ahnung. Es hat sehr wenig Aufrufe gegeben. Gut, vor 5 Monaten hatten wir das Tutorial für Trailer-Skins erstellen, da ging es dann mal wieder bergauf. Sonst ging das Ganze eigentlich relativ minimal, zwischen 0 bis 27 Aufrufen pro Stream, pro Video, oder 29 Aufrufe. So ging es dann eigentlich los: 55 Aufrufe, 208 Aufrufe. Da ging es dann eigentlich schon wieder runter, 119 Aufrufe. Da ging es dann eigentlich schon wieder bergauf, ging aber auch wieder bergab. Die Zeiten haben wir gekannt. Wo es dann auch nicht so gut gelaufen ist für uns hier, die ganzen Streams sind alle relativ noch behalten worden von YouTube, obwohl wir auch sehr, sehr viel Stress mit YouTube hatten letztes Jahr, da wir ja einen Stream gehabt haben, das war glaube ich der hier, nein, das war glaube ich der Gewinnspielstream, ich weiß das nämlich gar nicht mehr, es kann schon sein, dass das der Gewinnspielstream war, genau. Seitdem streamen wir auf Twitch, nur noch auf Twitch. Werden vereinzelte Videos hier auf YouTube hochladen. Das ist jetzt eigentlich so das Gang und Gäbe hier auf YouTube bei mir, bei meinem Kanal, dass wir die Videos eigentlich nur noch von Twitch auf YouTube hochladen oder wie jetzt auch dieses Video auf YouTube hochladen werden. Von da aus abgesehen, die Klicks, die haben für mich nichts mehr zur Bedeutung. Wir hatten mal auch Höhepunkte, das kann man jetzt glaube ich hier nicht ansehen, aber wir hatten mal Höhepunkte gehabt auf YouTube. Da hatten wir nur noch mit YouTube was zu tun gehabt. Aber an alle, die jetzt denken, ja, du bist auch nur auf Klicks aus, wenn ich jetzt sage, dass es
dass YouTube für mich nichts mehr mit Klicks zu tun hat, dann schaut selber, mich interessiert das eigentlich schon gar nicht mehr. YouTube geht mir eigentlich nur darum, eine bestimmte Menschenmenge dieses Jahr zu erreichen, wo Spaß auf dem Kanal haben, wo Interessen zeigen, wo auch wissen, aha, zum Beispiel so bekomme ich das und so bekomme ich das und so bekomme ich das hin. Welche Projekte macht denn dieser YouTuber? Wer macht dies? Gut, ich nenne mich selber YouTuber, weil ich selber YouTube mache. Auch wenn alle sagen, ja, du hast weniger Abonnenten, das ist mir eigentlich egal, das ist ja meine eigene Meinung. Was macht der YouTuber? Was testet der YouTuber? Was kann ich hier anschauen? Was kann ich hier runterladen? Welche Projekte bietet er an? Wo kann ich mitmachen? Wo hat der mitgewirkt? Wann macht er Streams zum Beispiel, wenn es jemand interessiert? Wo macht er Streams? Macht er Gewinnspiele? Welche Gewinnspiele macht der? Hat das, macht das für mich Sinn, da mitzumachen? Was kann man noch sagen? Hat er Streaming-Highlights? Genau, das was aber auch keiner interessiert, eigentlich Streaming-Highlights. Was sind die meisten Programme, was er nutzt? Was möchte ich gerne nutzen? Über was kommt er rein? Also hat er aktuelle Themen? Was macht er noch so nebenbei? Was haben wir denn hier noch? Genau, welche Programme bietet er an? Das hatten wir aber schon. Welche Tipps kann er mir geben? Was dies, was jenes, was sell? Kann er mir mit Windows helfen? Kann er mir mit Software helfen? Kann er, weiß ich, irgendwas machen? Was spielt er? Was macht dies? Was macht das? Was macht jenes? Vloggt er? Streamt er? Was macht er am meisten? Wo streamt er? Das sind eigentlich so die Hauptdinge, die ich 2020 erreichen möchte. Eine größere Nutzerreichweite und mehr Videos auf jeden Fall. Hatten wir aber dieses Jahr, letztes Jahr auch schon sehr, sehr gut gehabt. Und mehr Streams auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr Streams. Und wenn es am Wochenende ist, von 23 bis 3. Das ist mir egal. Wir schauen jetzt hier mal kurz durch. Genau hier war das mit dem beliebtesten Sein. Genau da hatten wir das stehen mit Rage Plugin Hook. Genau das war das mit den 6000, ca. 7000 Aufrufen. Es ist eigentlich ein Video, wo ich mir denke, ja, es haben ca. 7000 Menschen Probleme damit. Wie helfe ich denen? Wie komme ich rein? Wie ist dies? Wie ist das? Und so möchte ich das weiterhin behalten, dass ich der Benutzerreichweite oder den Nutzern oder den Menschen da draußen Tutorials gebe, wie sie wieder was beheben können. Ich weiß, es ist momentan sehr, sehr schlecht. Strikt auch dadurch, dass ich wie gesagt Urlaub habe, eine Ausbildung mache, dies und das und so weiter. Das ist schon relativ eigentlich nicht, dass ich sage, ich möchte mit YouTube aufhören, mit Twitch oder mit allgemein allem. Nein, so ist das nicht. Aber im Moment Videos zu machen, ausgenommen mit diesem Video oder andere Videos von Twitch überzogen, kommen schon noch. Aber vereinzelte Videos mache ich jetzt eher nicht so, außer es ist was ganz Produktives, wie jetzt wie gesagt zum Tutorial oder dies oder das. Dann ist das Ganze auch was anderes für mich, finde ich persönlich. Streams kommen nur noch auf Twitch, Videos auf YouTube, ganz einfache Handhabung, ganz einfach, gibt es keinen Stress mehr mit YouTube, keinen Stress mehr mit Twitch, was auch immer. Ich hatte noch nie Stress mit Twitch, von dem abgesehen. Tja. Wenn wir mal auf die Kanalinfo schauen, wie gesagt, wir haben jetzt den Kanal seit circa fast 4 Jahren, haben bis jetzt 72 Abonnenten erreicht, finde ich gut, wir haben 22,5k Aufrufe, finde ich von den Aufrufen her spitze, von den Aufrufen her sehr, 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 sehr spitze. Von den Abonnenten her bleibt zu wünschen übrig, aber es ist nicht mein Problem, also es ist nicht meine Sache, wo ich sage, yo, ihr müsst abonnieren, ich sehe das Ganze ganz anders. Ich sehe, mir gefällt der YouTuber, ich abonniere ihn. Mir gefällt der YouTuber nicht, ich abonniere ihn nicht. So ist das bei mir auch. Ich habe YouTuber in meiner Abonnentenliste, die schaue ich gar nicht mehr. Wenn ich die aussortieren würde, ihr seht hier 241 weitere Anzeigen. Das mache ich schon gar nicht mehr. Ich abonniere zum Beispiel Musikkanäle, das Kanäle, die Kanäle, die Kanäle, Dena, Vorbilder, dies, das, das. Für das eigentlich, wo ich dann
eigentlich eine Benachrichtigung von YouTube bekomme, dass nur das Video online ist. Wenn ich aber die Benachrichtigung bekomme, ist das Video schon circa vielleicht 3 Stunden alt oder 1 Stunde alt. Das muss man auch mal beheben, YouTube. Also, ja. Was wir noch nicht haben, ist der Community Channel, den bekommen wir erst ab 1000 Aufrufen. Ich schaue jetzt mal kurz rein. Wir dürften eigentlich. Ja, ist gut. Keine Probleme mehr haben mit YouTube. Also, ich habe das jetzt schon mal nachgeschaut. Wir haben keine Probleme mehr mit YouTube. Wir haben hier alles frei. Chuck, Chuck, Chuck ist wieder aktiviert. Schon bei Livestream rein. Müsste noch funktionieren eigentlich. Ist auch so, eigentlich an die COPR-Bestimmungen zu gehalten. Speziell an Kinder richtet oder nicht. Nein, habe ich ausgeschalten. Ist auch alles, glaube ich, noch wie beim alten damals, glaube ich. Aber wie gesagt, immerhin, wir streamen auf Twitch, nicht mehr auf YouTube. Und da, wie gesagt, geht's morgen rund im 24-Stunden-Stream. Wir starten ab 21 Uhr, ziehen durch bis 21 Uhr. Den Tagesplan, den sehen wir dann da noch. Also, ich mache noch einen Tagesplan rein. Mit Flo, wie wir gerade haben, was jetzt dann gezockt wird. Oder Improvisation. Oder wenn wir Pause machen, dies, das, 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 das. In der Pause gibt es dann Countdown, dass wir dann, wie soll ich erklären, dass wir dann weiterspielen. Das sind dann, also wenn wir jetzt mal ausrechnen, wir haben ja keine gescheite Uhrzeit mehr, fällt mir auch irgendwie auf. Wir haben ja keine gescheite Uhrzeit mehr. Wir brauchen jetzt hier eine digitale Uhr, eine analoge Uhr. So sieht's aus. Hier. Genau. Wir starten um 11, bis also um 21 Uhr, genau, um 10 Uhr mit dem, um 9 Uhr mit dem Stream. Geht dann durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden. Dann haben wir 3 Stunden Pause. Dann streamen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stunden durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig. Genau, jetzt geht's auf. Genau. streamen wir durch. Wie gesagt, von 9 bis 3, es sind 6 Stunden. Von da aus 3 Stunden Pause. Und von da aus geht's nochmal komplett durch bis um 9 Uhr, inklusive Essen natürlich. Dies, das, das. Dafür wird morgen auch nochmal fett eingekauft für 30 bis 50 €. Da muss ich mal gucken, was so die Patte spricht, das Geld spricht so. Und werde dafür dann einkaufen gehen. Ja, es wird keine Facecam geben. Wird es nicht. Aber dafür alle, die interessiert sind, was wir gerade hören für ein Lied und das nicht dort stehen sollte, habt ihr hier die aktuellen Recently Playlist Songs Playlist oder was aktuell läuft. Leider kann ich das Ganze nicht auf OBS anwenden. Hier steht auch nochmal alles über mich dort, also wie alt ich bin, von wo ich komme, was ich mache beruflich. Mein YouTube-Kanal steht noch dabei. Dann mein Discord-Channel steht noch mit dabei. Also Discord ist natürlich, ja, hier Patte, ne? Spaß, aber Discord ist schon sehr unaktiv geworden, sage ich jetzt mal dazu. Bei mir ist Discord sehr also bin ich sehr unaktiv. Wenn wir das Ganze mit Teamspeak vergleichen. Auf Teamspeak bin ich jetzt circa schon über 30 Stunden oder so. Fast. Ja. 74 Tage. Ah, ne, war der falsche. Ups. Ne, hier. 2 Tage auf jeden Fall schon. Das sind 48 Stunden. Mit dem 24-Stunden-Stream kommen wir auf 42 Stunden. Das auf jeden Fall. Ist schon mal chillig auf jeden Fall. Dann. Falls ihr das noch nicht habt, das Instant Gaming Plugin oder Add-on, könnt ihr das Ganze euch gerne herunterladen. Liegt daran, welches Spiel wir spielen, bekommt ihr dann oben die Auswahlmöglichkeiten hier angezeigt. Also Verlangen für PC, warum auch immer, Epic Games, PC-Standauflage hier, alles hat sich 77. Warum auch immer da ein Code dabei ist, ich weiß nicht. Ich verstehe selber nicht. Auf jeden Fall wird es natürlich auch gezockt, ist natürlich ausverkauft, ne? Gibt es ja kostenlos jetzt, Kollegen, ne? Egal. Auf jeden Fall,
werden wir alles zocken. Wir machen hier auch 24-Stunden-Stream rein. Den 24-Stunden-Stream gibt es dann aber einen Tag später, also nach dem 24-Stunden-Stream, auf jeden Fall auf YouTube. Auf jeden Fall 24 Stunden. Das haben wir bei MegaConvoy genauso gemacht, das ganze MegaConvoy, also ich zumindest, habe das ganze MegaConvoy genommen und auf YouTube nochmal exportiert, das Ganze nochmal, dass das auf YouTube ist, als Art Archiv, da Twitch ja eher so eine Streaming-Plattform ist. Das Ganze wird im 24-Stunden-Stream auch so sein. Wir werden das Ganze auf YouTube nochmal exportieren. Und dann würde ich sagen, war es das hier mit diesem Video. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall hoffentlich morgen beim 24-Stunden-Stream. Denkt dran, auf jeden Fall einschalten. 21 Uhr geht's los. Alle Infos nochmal unten in der Beschreibung. Und wenn nicht, auf Twitch natürlich. Und ich würde sagen, schaut bei meinem Gamepartner Instant Gaming vorbei. Haut rein. Bis dahin. Einen guten Rutsch nochmal an alle, die noch nicht gerutscht sind. Und ein frohes neues Jahr. Haut rein. Bis zum 24-Stunden-Stream. Bis morgen. Und ciao.